Hallöchen, ihr Lieben, und guten Morgen. Heute ist Freitag. Ist echt schon Freitag, oh mein Gott. Ja, heute ist Freitag, also der fünfte Tag vom Reading Rush. Und wie ihr gerade gesehen habt und vielleicht verstanden habt, vielleicht auch nicht, habe ich mir gerade ein neues Hörbuch ausgesucht, weil ich ja gestern Illuminae beendet habe und ich jetzt kein Hörbuch mehr übrig hatte. Und das geht natürlich nicht, weil während ich mich fertig machen muss, also kann ich ja nicht nichts machen. Das wäre ja quasi verschwendete Zeit. Deswegen, ja, ich hatte ja gestern Abend schon erwähnt, dass ich mir ein neues Hörbuch aussuchen muss, weil auf meinem TBA eben ja fast nichts mehr ist und die beiden Bücher, die noch übrig sind, die gibt es nicht als Hörbuch. Deswegen habe ich ein bisschen geschaut, was man denn so, ja, was es denn überhaupt so gibt. Und ehrlich gesagt war ich ziemlich festgelegt schon auf The Unhoneymooners, was ich euch schon am Dienstag oder so gezeigt habe, das neu angekommen ist. Aber dann habe ich mich ganz spontan doch für The Summer I Turned Pretty entschieden. Ja, das gibt es nämlich auch als Hörbuch und das liegt schon Ewigkeiten auf meinem Sub. Ich war tatsächlich auch schon mal dabei, das auszusortieren. Das lag schon auf dem Stapel und dann habe ich es dann doch wieder rausgenommen, weil ich mir dachte, ach, so ein Sommerbuch. Und vor allem ist es von Jenny Han, die ja auch To All The Boys I've Loved Before geschrieben hat, was ich super gut fand. Also ja, dachte ich mir, ich behalte das erstmal und gucke, wie es mir gefällt. Das Hörbuch hat, glaube ich, 6 Stunden oder so. Ja, ich habe jetzt noch nicht besonders viel gehört. Genau, das hat 7 Stunden. Ich bin jetzt auf Seite, was weiß ich, 23 oder so. Also, aber dafür ist die Schrift halt, ja, könnt ihr wahrscheinlich jetzt nicht sehen, aber die Schrift ist total groß und es sind noch nicht mal 300 Seiten. Ist mehr so was Kleines für zwischendurch sozusagen. Ich dachte mir, während ich jetzt das Hörbuch höre, werde ich jetzt anfangen, mir ein neues Bücherbuch sozusagen zu gestalten. Ich habe dieses kleine Leuchtturm-Notizheft bzw. Notizbuch vielmehr vor kurzem von meinem Freund bekommen und ja, ich fand es so schön, dass ich es unbedingt haben musste, aber ich habe jetzt immer noch nichts reingeschrieben. Deswegen dachte ich, ja, ich muss das jetzt irgendwie mal ändern und werde das jetzt tun. Genau, ich zeige euch einfach nachher mal, was daraus geworden ist und was ich da so reingeschrieben habe. Und mein Video von gestern, also der Vlog von Donnerstag, lädt jetzt gerade hoch. Ich habe den tatsächlich gestern Abend noch geschnitten. War auch wieder ein bisschen länger auf, irgendwie bis 1 oder so. Aber trotzdem bin ich heute um 7 Uhr aufgewacht und bin trotzdem ein bisschen müde. So viel dazu, ich fange jetzt hier mal an. Ich habe jetzt soweit alles fertig gemacht, was ich fertig machen wollte und dachte mir, ich zeige euch mal kurz, wie das Ganze jetzt aussieht. Und zwar habe ich ganz am Anfang meine Leseliste für 2019, das heißt, da habe ich einfach alle Bücher mit Bewertung aufgeschrieben, die ich bislang gelesen habe und hier noch ein bisschen Platz gelassen, weil naja, das ja offensichtlich erst halb rum ist. Und dann geht es auch schon los mit dem TBA für Juli, da fehlt mir jetzt nur noch Kiss Me Once. Und alles andere konnte ich schon beenden. Die Neuzugänge für Juli habt ihr übrigens auch schon gesehen in einem Video. Es waren einige. Ja, für den Reading Rush wusste ich nicht so ganz, was ich machen soll. Ich wollte das eigentlich irgendwie schöner haben, aber da ich das jetzt nicht von Anfang an gemacht habe und heute halt schon Freitag ist, dachte ich mir, es ist jetzt auch Quatsch, sich da noch super viel Mühe für zu geben. Und habe einfach nur die Challenges aufgeschrieben, beziehungsweise unten die Bücher, die ich keiner Challenge zuordnen konnte und die abgehakt, die ich schon gelesen habe. Dann das TBA für August, das steht ja auch schon fest und ich habe für August jetzt so einen Page-Tracker gemacht. Ich habe keine Ahnung, ob das für mich funktioniert oder nicht und ob ich daran denke, jeden Tag auszufüllen, wie viele Seiten ich gelesen habe, aber mal schauen. Auf diesen beiden Seiten seht ihr die Challenges, die ich dieses Jahr habe, nämlich einmal die 19 für 2019 Liste und die ABC-Challenge, da fällt mir gerade ein. Ich habe die noch gar nicht abgehakt, die ich schon gelesen habe. Das sind einige, das mache ich gleich schon mal. Und ja, auf dieser Seite schreibe ich dann im August meine Neuzugänge auf. Das war es auch schon. Ja, wenn wir schon mal hier sind, dann kann ich euch auch noch eben erzählen, wie es mit The Summer I Turned Pretty läuft.
Ja, ich bin jetzt auf Seite 109 von 260 oder so. Ja, läuft auf jeden Fall. Es ist ja schon ein etwas älteres Buch und es geht hier um Belly. Ich weiß gar nicht, was das für ein komischer Name ist. Also Belly wie Bauch. Die mit ihrer Familie, also mit ihrer Mutter und ihrem großen Bruder, jeden Sommer in einen bestimmten Ort fährt, wo die beste Freundin ihrer Mutter ein Sommerhaus hat. Und dann wohnen die immer zusammen in diesem Haus mit eben der besten Freundin der Mutter und deren beiden Söhnen, die ungefähr in Bellys Alter sind oder 2 Jahre älter. Und ja, Belly ist eigentlich total verknallt in den einen von den Brüdern schon immer. Aber der andere Bruder ist auf einmal auch süß und jetzt ist so der erste Sommer, in dem sie wirklich sie als Mädchen wahrnehmen. Bislang wurde sie halt immer so ein bisschen ausgeschlossen, weil die Jungs immer was zusammen machen wollten. Und ja, sie war halt eben nur, also sie war ein bisschen auf sich gestellt. Aber jetzt ändert sich das, weil, naja, sie hat jetzt auf einmal Brüste und naja, wie das halt so läuft mit, weiß nicht, 15 oder so ist sie, glaube ich. Ja, dem Alter entsprechend ist es natürlich auch sehr, sehr jugendlich. Also teilweise echt Respekt an die Autorin, dass sie es geschafft hat, diesen jugendlichen Ton so krass zu treffen. Weil, also manchmal einige Sätze lese ich und denke mir so, ja, so hat man als Teenager wirklich gedacht, aber da würde ich mich halt jetzt gar nicht mehr dran erinnern, so von selbst. Ja, von daher ist halt super jugendlich, aber das ist ja auch genau das, was ich erwartet habe. Und es gibt eigentlich überhaupt auch keinen krassen Konflikt. Es spielt einfach nur im Sommer am Strand und ist ja auch mal eine gute Abwechslung zu den ganzen Fantasy-Büchern. Und ja, ich schaue mal, worauf es hinausläuft. Ich denke, ich werde aber das jetzt erstmal beiseite legen und habe ja heute auch meine 50 Seiten Kiss Me Once vor mir. Und ja, The Summer I Turned Pretty ist ja jetzt eigentlich auch nur das aktuelle Hörbuch. Das heißt, eigentlich wollte ich ja heute Girls of Paper and Fire beenden. Mal schauen. Also ich fange auf jeden Fall jetzt erstmal an mit Kiss Me Once und dann mal gucken, wie der Tag so läuft. So, meine Pläne haben sich geändert. Ich hatte ja ursprünglich gedacht, dass ich heute Girls of Paper and Fire zu Ende lese. Aber ich habe mich umentschieden und werde jetzt gleich erstmal Kiss Me Once zu Ende lesen. Ich habe den Abschnitt für heute schon gelesen. Es sind jetzt halt noch 100 Seiten. Und Jenny, mit der ich das zusammenlese, die kann jetzt morgen nicht lesen. Da haben wir gesagt, dass wir schauen, dass wir es heute beenden. Und dann haben wir es hinter uns. Und genau, das sind noch 100 Seiten. Und dann habe ich noch 150 Seiten übrig in The Summer I Turned Pretty. Und ganz ehrlich, ich denke, das sollte ich auch heute noch beenden können. Das wäre natürlich übertrieben cool. Dann hätte ich noch 2 Bücher beendet. Und ja. ja, bei The Summer I Turned Pretty ist es halt total, also echt dieses krasse Teenager-Ding, dass man Angst hat, dass die anderen Leute einen nicht cool finden und das erste Mal irgendwie so richtig von einem Jungen bemerkt werden und solche Sachen. Also es ist halt schon für deutlich jüngeres Publikum, würde ich sagen. Aber ja, es ist halt trotzdem ganz niedlich und ja, ist jetzt kein Highlight oder so, aber es ist trotzdem ganz süß. Und in Kiss Me Once ist gerade auch was passiert, was total krass war für die Verhältnisse. Es war gerade tatsächlich ein bisschen spannender und ja, keine Ahnung, mal schauen, vielleicht wird der Rest ja noch gut. Ich sag's euch, wenn ich's herausgefunden habe. Es ist endlich geschafft. Ich habe Kiss Me Once beendet. Also ich hatte noch 150 Seiten übrig. Ja, eigentlich ziemlich genau an dem Punkt, an dem ich da war, ist dann noch etwas passiert, was ja eine größere Sache war und eben auch ja schon, sagen wir mal, eher jetzt spannend von der Grundstimmung der Szene her, aber jetzt eher schwach von den generellen Geschehnissen her. Also es war jetzt keine krasse, ja, es war einfach jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, boah, das war jetzt ein richtig krasser Konflikt oder so, sondern es war mir persönlich einfach viel zu aus der Luft gegriffen und viel zu schwach. Und dann, nachdem dieses Event passiert, so die letzten 100 Seiten waren für mich ehrlich gesagt so langweilig. Es ist dann quasi nichts mehr passiert. Es wurde dann noch so richtig schlimm klischeehaft, also mit so einem, ja, dem typischen Klischee in Romance-Büchern teilweise, was ich überhaupt nicht haben kann. Ja, ich möchte euch da jetzt nicht spoilern, aber also ich hatte halt, als ich mich das letzte Mal bei euch gemeldet habe, überlegt, ob ich dem Buch 1,5 oder 2 Sterne geben soll. Und nachdem ich halt den letzten Abschnitt sozusagen jetzt das Ende noch gelesen habe, habe ich mich für 1,5 Sterne entschieden, weil ja, ich mich die meiste Zeit des Buchs einfach
gelangweilt habe. Ich, wie gesagt, das allergrößte Problem mit den beiden Protagonisten hatte, deren Verhalten einfach überhaupt nicht nachvollziehbar war und die sich, ja, also nee, habe ich das ja gestern in dem Blog schon relativ ausführlich erklärt. Ja, für mich war das auf jeden Fall nix, aber egal, jetzt ist das wenigstens beendet. Ich hatte dann gerade noch ein bisschen weiter gelesen bzw. gehört in The Summer I Turned Pretty. Da war dann aber gerade eine Szene, in der also Belly, die Protagonistin, sich mit einem Typen getroffen hat, den sie irgendwie aus irgendeiner Schulaktion schon mal kannte von früher. Und er sagt ihr dann, dass sie ihm früher schon aufgefallen ist und dass er dachte, dass sie das hübscheste Mädchen wäre, das er je gesehen hat. Und dann denkt sie sich halt nur so für sich, also sie glaubt ihm das halt sozusagen nicht, sondern denkt, er will sie verarschen, weil sie nicht verstehen kann, wie neben ihren Freundinnen sie jemand bemerken, beziehungsweise sich sogar merken kann, wer sie ist. Und ja, da musste ich gerade kurz aufhören zu lesen, weil mich das ja an meine eigene Jugend erinnert hat und mich das ein bisschen traurig gemacht hat. Aber egal. Also jetzt haben wir es 18 Uhr und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was jetzt noch der Plan ist. Es sind immer noch 36 Grad draußen. Also ich würde super gerne mal rausgehen, aber ehrlich gesagt, also wir haben halt auch leider keinen Balkon, deswegen, bei der Hitze so richtig rauszugehen, ist halt ein bisschen uncool. Ich habe gerade schon überlegt, mein Freund schläft gerade. Surprise, zur Abwechslung. Ich habe gerade überlegt, ob ich vielleicht gleich unser Essen fertig mache und wir das einpacken und dann zum Kanal fahren und das da essen. Ich weiß nicht, ob ich ihn davon überzeugen kann. Mal schauen. Bei uns gibt es heute Abend Wraps. Deswegen würde sich das eigentlich ganz gut anbieten. Die kann man ja ganz gut mitnehmen. Mal schauen. Mal gucken. Ich habe ehrlich gesagt gerade nicht so viel Lust, das Summer I Turned Pretty weiterzulesen. Also ich habe jetzt gerade generell irgendwie, weiß ich nicht, bin gar nicht so motiviert, irgendwas zu machen. Ich habe gerade schon überlegt, ob ich vielleicht sonst Girls of Paper and Fire erstmal weiterlese. Aber ich weiß halt nicht. Schwierig. Ich habe gerade auch schon ein bisschen YouTube-Videos geschaut. Da gibt es ja auch immer noch einiges, was ich aufholen muss. Und irgendwie habe ich das Gefühl, vlogtechnisch lief es heute nicht so gut. Wahrscheinlich wird der Vlog wieder mega kurz. Keine Ahnung, irgendwie, ja, ich versuche es morgen wieder besser zu machen. Aber der Tag ist ja noch nicht vorbei, also ich melde mich auf jeden Fall nochmal bei euch später. So, guten Abend ihr Lieben, da sind wir wieder. Ich war vorhin, wie ihr gesehen habt, ein Eis essen. Also beziehungsweise wir haben einen Spaziergang gemacht und unterwegs bei einer Eisdiele angehalten. Und das war eine relativ dämliche Entscheidung, weil wir das eigentlich vor dem Abendessen machen wollten. Und ja, dann war es aber schon so spät, dass wir eigentlich jetzt auch gar keinen Hunger mehr hatten. Das heißt, wir haben uns das jetzt gespart, noch großartig irgendwas anderes zu essen zu machen. Aber dafür hatte ich noch Zeit zu lesen. Und zwar habe ich dann doch in The Summer I Turned Pretty weitergelesen. Ich habe euch jetzt einfach mal auf den Bettrahmen abgestellt. Das sieht jetzt hier trotzdem alles ein bisschen gruselig aus mit der Beleuchtung, aber egal. Ich habe das Buch beendet. Ich habe dem 3,5 Sterne gegeben. Ich fand es ganz süß, aber halt jetzt auch nichts mega weltbewegendes und halt eben auch super jugendlich einfach. Ich habe übrigens rausgefunden, dass Belly eigentlich Isabel heißt. Es ergibt ja auch Sinn, aber ich bin da nicht drauf gekommen, weil ich die ganze Zeit bei Belly eben an das englische Wort für Bauch denken musste. Ja, Belly ist ja in in den Typen verknallt quasi ihr ganzes Leben schon, mit denen sie da immer ist. Also in einen der Brüder, nämlich Conrad. Und sie hängt ihm eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen hinterher, aber er hat halt noch nie irgendwie Interesse an ihr gezeigt. Mit dem anderen Bruder versteht sie sich mega gut, aber ja, in Conrad ist sie halt immer noch heimlich verknallt. Ich muss halt ganz ehrlich sagen, dass ich bis zum Ende das nicht nachvollziehen konnte, weil Conrad sich halt eigentlich quasi im ganzen Buch verhält wie, ja, also halt so, als wäre sie ihm völlig egal und ja, ist halt die meiste Zeit für sich und so. Dafür gibt es halt auch einen Grund. Aber trotzdem, konnte ich jetzt überhaupt nicht nachvollziehen, warum Belly ihn jetzt so toll findet. Deswegen war das so ein bisschen komisch. Es gab in diesem ganzen Buch halt überhaupt keinen Konflikt oder, also jetzt, es gibt es ja halt eben häufig, dass man in ein Buch kommt und
selbst wenn es jetzt ein Sommerbuch ist, dann hat die Protagonistin zum Beispiel das Ziel, was weiß ich, bis zum Ende des Sommers irgendeine Liste abgearbeitet zu haben oder irgendwas gemacht zu haben oder einen Roadtrip oder so, halt so, dass man von Anfang an eigentlich weiß, was einen erwartet, was die Protagonistin gerade macht oder was, um was sie sich sorgt, was auch immer. Dass sie halt so einen inneren Antrieb und vor allem ein Ziel hat. Das war jetzt hier nicht so krass der Fall. Also ich meine, also das Einzige, worum es eigentlich geht und was eigentlich passiert, also worauf ich hinaus will, ist das richtig krasse Sommerfeeling, was ich zum Beispiel von Morgan Madsens Büchern immer kriege, hat mir hier gefehlt. Das hatte ich gar nicht erwartet, weil Jenny Hahn sowas meiner Meinung nach echt gut kann. Ich habe zwei andere Reihen von Jenny Hahn schon gelesen, nämlich einmal Burn for Burn und ja natürlich To All the Boys I've Loved Before. Und da fand ich jeweils den Schreibstil ziemlich genial und vor allem in To All the Boys I've Loved Before kommt dieses Familienleben total gut rüber. Das ist hier auch der Fall, aber irgendwie halt nicht ganz so, dass man eben alle mag, weil Belly sich sehr oft mit allen irgendwie die Haare kriegt, was eben daran liegt, dass Belly erst 15 ist und ziemlich, ziemlich ich-bezogen ist. Also ja, sie bezieht einfach super viel was von Dingen, die passieren, auf sich oder hinterfragt Sachen oder beziehungsweise fragt sie die ganze Zeit, wie sie auf andere Leute wirkt und was sie von ihr halten und wie sie sich irgendwie beliebt machen kann und solche Sachen. Das finde ich halt nicht so sympathisch, aber es ist halt trotzdem verständlich, weil sie ist halt 15 und in dem Alter ist das halt super wichtig für einen. Ja, dieses Sommerfeeling hat mir so ein bisschen gefehlt, weil jetzt gar nicht so viel irgendwie so typische Sommersachen passieren. Also sie ist also für meinen Geschmack relativ wenig am Strand. Der Großteil des Buches spielt sich tatsächlich in diesem Sommerhaus beziehungsweise auf der Terrasse oder im Pool ab. Aber sowas wie jetzt, weiß nicht, dass sie sich jetzt einen Sommerjob sucht, als Eisverkäuferin oder was auch immer, sowas gibt's halt nicht. Man kriegt auch eigentlich von den Leuten, die da sonst wohnen in diesem Ort beziehungsweise auch immer im Sommer da sind, sehr wenig mit. Also das hat mir vielleicht so ein bisschen gefehlt. Ja, abgesehen davon fand ich das eigentlich ganz süß. Bin einigermaßen gespannt, wie es weitergeht, weil das ist ja eine Trilogie und eigentlich könnte es danach auch vorbei sein. Gut, da fehlen einem dann vielleicht noch ein, zwei Informationen, aber das, ja, weiß ich nicht. Also ich bin sehr gespannt, wie das hier wirklich weitergeht, ob das jetzt die anderen beiden Bücher wieder erst im nächsten Sommer spielen, also dass da wirklich ein Jahr vergeht, das kann ich mir fast nicht vorstellen, weil es wäre schon ziemlich viel Zeit, die einfach so dazwischen vergeht. Wie dem auch sei, 3,5 Sterne und übrigens kann ich das sehr viele Leute empfehlen, die nicht so viel auf Englisch lesen, aber damit anfangen wollen, weil die Schrift relativ, also die Schreibstil relativ leicht zu verstehen ist, so war das auch schon bei To All the Boys I've Loved Before. Und ja, so viel dazu. Ich bin mir echt unsicher, wie viel Material jetzt heute zusammengekommen ist, aber es wird wohl nicht ganz so viel sein. Ja, morgen wird es auf jeden Fall wieder mehr geben. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß und würde sagen, wir sehen uns morgen. Macht's gut. Bis dann.